Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zur zweiten Ausgabe von Craven Mania. Wer den ersten Part nicht gesehen hat, hier unten ist irgendwo ein kleiner Textbox gerade zum ersten Part. Und wir haben hier Spannung pur gerade. Wir haben hier diesen Raum aufgemacht gerade und wollen gucken, was dahinter ist. Dieses Spiel ist ein bisschen verwirrend mit so Schiebemodelle, mit denen man Türen oder ganze Räume bewegen kann. Alles ein bisschen freaky. Limbo. Limbo ist so eine Zwischenwelt, ne? Der Limbo. Hier ist noch ein torn page. Illustration of a human arm being dipped in... Okay. Da haben wir ein nächstes Geil. Das ist der nächste Raum, von dem ich eben sprach. Aber, was für ein Raum ist das? Also ist mehr raus. Ein bisschen scheiße aus. Okay, wir sind schon mal draußen. In vollkommener Ruhe. Library Model. Okay. Aber das können wir nicht umswitchen jetzt gerade, ne? Ja, wir könnten quasi das hier daran hängen. Dann machen wir das Library Teil machen wir jetzt dahin. Weil wir kommen ja nur dahin. Wir haben ja keine andere Möglichkeit, leider. Irgendwo hinzugehen. Das ist ja halt das, was ich eben schon meinte. Dass wir halt, hier sind die beiden, also eben in meiner letzten Folge, am Mittwoch natürlich. Was haben wir denn hier? Noch irgendwas? The library model appears to have two entrances. One goes to the top floor. Oh, fuck. One goes to the top floor. Ah, so, jetzt verstehe ich das. Okay. Da würde ich es eher so handhaben, ne? Prinzipiell, aber das macht... Es macht wenig Sinn, aber wir könnten es mal so legen, weil da hinten, jetzt könnten wir quasi da hinten auch nicht mehr rein, ne? Also ich meine, da hinten ist ja jetzt nichts mehr, wo gestern ja noch, oder am Mittwoch, scheiße. Wenn was anderes war, kommen wir gar nicht mehr rein. Aber oben scheint es einen zweiten Eingang zu geben. Ich war auch noch gar nicht hier oben. Wollen wir mal hier lang gucken, was hier noch so Schönes gibt. Okay. Da ist auf jeden Fall noch irgendetwas. Und hier können wir auch noch rein. Hier ist geschlossen. Und da könnten wir reingehen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Ah, alles klar. Hier ist jetzt der Raum. Hier ist jetzt der Raum, den wir eigentlich unten hatten. Müssen wir vielleicht irgendwann noch alles, ja, so mehr oder weniger logisch zusammenfügen? Macht das Sinn? Ein bisschen mal scratched, okay, alles klar. Da ist noch eine Tür, können wir da rein? Ne, verschlossen. Photograph. Elaborate scale model of a grand manor with many rooms and a tiny furniture. Okay. Wir können laufen, ne? Genau. Springen können wir übrigens nicht. Es gibt keine Funktion, um zu springen. Okay, wir sind außer Atem. Ich wollte schon gerade sagen, was ist das denn jetzt hier? Das können wir nicht aufheben hier. Eine Statue, Piece. Ein Piece auf eine Statue. Wir müssen hier wieder rein. Denn hier haben wir jetzt das Neue geöffnet. Diesen neuen Raum. Okay. Geht auf. Sind wir in der Library? Dunkelheit? Oh nein. Es ist weg. Es ist weg. Alles gut. Nein. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. Können wir das hier bewegen? Ah! Pissgesicht. Ich hab Angst. Ich hab Angst, liebe Leute. Ich hab Angst.
Adi! Wir müssen alle Bücher eventuell hier rein platzieren, oder? Mach. Adi, 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 Adi! Mach doch rein! Geht nicht rein! Sag, Busse, wir brauchen eine richtige Reihenfolge. Ey, wehe! Wir bräuchten jetzt eine richtige Reihenfolge. Alter, voller. Okay. Schon mal richtig. Nummer 1. Hier? Geht auch. Nummer 2? Hier ist nix. Hier ist was. Adi, Adi! Es ist falsch gewesen. Nein, es ist falsch gewesen. Wir müssen woanders. Wir müssen an. Oh nein! Nummer 1? Und Nummer 2. Okay, das Buch ist falsch. Hier ist kein Buch. Hier ist kein Buch. Hier ist kein Buch. Adi! Hier lang. Oh Gott. Hier? Okay, und das letzte noch. Lauf, my friends! Das hier noch. Oh, das. Ja! Ja, du! Kriech auf den Boden, mach mir noch mehr Angst. Kriech, warte, sind. Adi, 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 Adi. Wir müssen da lang, wir müssen da lang, wir müssen außen rumlaufen. Ah! Okay. Geschafft. Alter! Haha! Okay. Journal sagt: I found a heavy bronze token. I believe I remember spotting a place under the stairs. Richtig. Das ist vollkommen richtig, Monsieur. Gibt's denn hier noch einen anderen Weg? Ist hier noch runter? Nee, ne? Ah, hier sind wir. Das ist der zweite Raum von dem, von unten, von eben, von, wisst ihr? Von eben der, wo wir nicht nach oben konnten. Hammergeil. Alles klar, ich verstehe den Zusammenhang gerade. Ich finde immer gut, wenn man so im Kopf das Ganze auflösen kann, was man sich so, also so die räumliche Darstellung wieder hat. Okay, hier geht jetzt eine Tür auf. Es leckt gerade ein bisschen. Aber nicht, liegt nicht an mir, sondern eher am... Ja, klar. Okay. Journal. Found another model room piece with white and glass wall within. Incredibly, the piece floated onto the table on its own. And seals have tied to onto the table surface. I fear whatever is leading me there, but I am desperate and out of option. I must somehow get to this white room. I can't money. I can. Yeah, okay. Alles klar. Genau das müssen wir jetzt machen. Wir müssen jetzt die Räume manipulieren. Und polieren. Und polychrom. Was ist denn das für ein Raum da eigentlich? Wir müssen auf jeden Fall nach oben kommen hier. Haben wir ja überhaupt einen... Wir haben ja keinen zweiten Raum, ne? Stopp, wir legen das mal kurz weg. Okay. Das können wir aber nicht bewegen hier. Alles klar. Ah, so. Okay, wir müssen jetzt hier nach oben. Und da in der Ecke soll irgendwas sein, oder wie? Oder unten. I don't get it. Oder das hier? Nee. Ich muss nochmal ganz kurz einen Blick darauf werfen. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. E? Gib mir doch E! Kann ich nicht machen, scheiße. Also, wir haben hier die vier Türen, ne? Das ist der Eingang, das ist hier das nach oben. Und da hinten in der Ecke soll irgendwas sein. Was ist denn, wenn wir jetzt hier lang gehen würden, wollen, tun? Können wir nicht.
Müssen wir da in diesen Raum rein? Ist das der Raum? Nee. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Weil da hinten ist keine Tür, wo wir eigentlich lang müssten. Oder... Ah, das ist das hier gemeint. Nee, wir müssten hier durchgehen. Dann nach da, dann ist es nämlich quasi die Tür. Nur, ja, alles klar, so rum ist es richtig, alles klar. Naja, schon gut. Genau, jetzt sind wir nämlich hier. Alter, ich hab Angst gehabt gerade. Wir kommen hier nicht nach oben. Wir müssen hier durch. Ich bekomme gerade massive Gänsehaut. Alter, was ist das denn? Liar? I found a locked door, a global, some global, was? A globe? Some globe frames and a series of nearly identical portraits of a woman, each with an odd inscription of them. Inscription, okay. I fear a warped minor testing. Ja, okay. Zu überlegen, was wir hier machen könnten, eventuell. The Jacqueline? Wearing purple? Ach nein! Alter! Fickt euch mit diesem scheiß Rätsel. Ich hasse dieses scheiß fucking Rätsel. Ich kann das Rätsel nicht. Aua. Ach so, das wollte ich gar nicht machen. Lass mich das Rätsel lösen. Okay, passt auf. So. Diese hier, die Purple-Frau, achso, die hier ist, sagt immer die Wahrheit. Diese Frau sagt immer die Wahrheit, ja? The globe belongs in the frame on the leftmost side. Quasi, leftmost side ist dann hier. Sie sagt immer die Wahrheit, ja? The Jacqueline wearing green is a liar. Also die hier lügt. The globe belongs in the third frame from the left. The globe belongs in the rightmost frame. Sie lügt aber. Die ist ehrlich. Die ist ehrlich. Und sagt, dieses Grün ist a liar. The Jacqueline wearing blue is honest. Im Green, ist das Green, ist das Yellow, ne? Wir haben aber nix. Wir haben aber hier nix mit Dingens, ne? Also es muss ja quasi in der leftmost side, nicht am äußersten, dann muss ja quasi hier hin dann kommen, oder? Aua. Ich hasse diese Rätsel, ne? Ich komme auf diese Rätsel nicht klar. Also noch einmal, pass mal, wir haben hier, ne, nochmal kurz. So, die Jacqueline, die Purple-Dingens hat, sagt die Wahrheit. So, es heißt, the globe belongs in the frame on the leftmost side. Leftmost side ist ja eher linkere Seite, prinzipiell gesehen. Die grün trägt, ist eine Lügnerin. Die sagt, es gehört an der rechten Seite hin, ist natürlich dann falsch, weil sie ist eine Lügnerin. The globe belongs in the third frame from the left. From the left. Was ist mit der roten? Ja, dann, wir probieren einfach, also ich meine, wir haben ja nur noch zwei Möglichkeiten. Viel mehr gibt es ja nicht mehr. Oh. Aber die ganzen Sachen stimmen irgendwie nicht. Ich muss das Ganze nach rechts rein. Oh, wir haben jetzt überall schon Lügner hier, ne? The portrait of Jacqueline, a different inscription, only one of the... Okay, ja, klar. It's telling the truth. Aber prinzipiell haben wir nur noch diese Auswahl hier. Wer war jetzt... Ja. Jacqueline in yellow, purple, blue, red, green und... Ach, white auch noch. Okay.
Ja, ich verstehe die Rätsel nicht. Ich kann die nicht. Ich bin halt schlecht in sowas. Jetzt sind wir in diesem Raum wieder. Das sind Messer. Da oben sind geköpfte Personen. Mach mir bitte keine Angst. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, nee, ist alles safe. Gut, dann gehen wir hier lang. Da können wir nämlich weiter in den nächsten Raum. Und zwar ein Schlafzimmer. Hier haben wir einen Hebel. Okay, haben wir einen Weg nach unten. Geil. Gehen wir kurz in diesen Raum da rein. Sicherheitshalber, da ist aber keine Truhe mehr drin. Die ist einfach mal weg. Aber mal dissipiert. Und hier. Wird's dunkel, wir kommen eher wieder rein. War ja klar. Oh fuck! Was war das? Das sah mal anders aus, ne? Da ist das Vieh jetzt. Hallo? Wir müssen wieder durch wahrscheinlich, ne? Sind wir richtig. Es laggt. What? The order of the four tones seems... Ja, okay, aber... Okay. Ist schon wieder ein bisschen über der Zeit jetzt gerade hier. Bum, 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 bum. Und jetzt? Komm, noch zwei, pass auf. Nicht? Okay. Oh. Oh. Okay, es... Oh, wir kommen... Wir müssen die Töne nach... Oh, es... Oh. Ah, hier. Kurz nach oben gehen, um uns zu generieren oder so, kann das sein? Nicht? Laggen wir nicht gerade? Scheiße. Ich will die Sachen da reinwerfen oder wie? Nochmal kurz hören. Okay. Was zuerst? Okay. Nein. Was hier? Und dann das da. Schnell nach oben. Ganz schnell nach oben laufen. Bloß nicht sterben. Das wäre das Schlimmste. Wieder mal sterben wollen bei so einem Scheißspiel. I carefully explain to each of them. No, they're not dead. Okay. Eine Spritze. Ist hier gar nichts? Ist ein Türknob. Hier ist der White Room. Sind da. Am Ende. Am Ziel. Unserer Träume vielleicht oder so. Oh. I finally reached the white room filled with glass walls. It feels I could dry within and smelled blood and metal. Unlike the rest of the manor... Okay, ich muss mal kurz... okay. There's no more mistaken this place for home. Most clear people died here.
Okay. Das ist KM-Dingens. A large shattered glass orb. It seems that burst within the turn of summer. Okay. Das sind Instrumente. Oh, können wir das nicht nehmen? Nee, ne? An orb can hold a soul for a second. The stature of years. Wir müssen irgendwas mit dem Orb machen, glaube ich. Oh, wir können hier noch weitergehen jetzt. Neuerdings. Wir dürfen, glaube ich, nur nicht gegen die Dingens kommen, ne? Okay, hier können wir auch nichts mitmachen. Wir dürfen, glaube ich, nur nicht gegen die, gegen das hier kommen. Glaube ich. Hallo? Hier liegen so wieder Puppenteile, Armdinger rum. Kommen wir jetzt gerade auch gar nicht weiter. Oh mein, oh, 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 oh mein, oh mein, oh mein, oh, oh. Ade, 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 ade! Oh mein, fuck, fuck. Lauf! Run so fast as you can. Oh Gott, weh, weh, ich kann nicht mehr laufen, weil ich bin außer Puste. Wir sind kein High-End-Sportler. Mach es kaputt! Hier, haha! Ein bisschen gut machen, das hält es ja fest für eine Sekunde. But only for a second. Okay, raus hier. Schnell. Leave this fucking place. Behind. Raus hier. Oh Gott, ich kann nichts sehen. Hier unten lang. Hitze. Alles brennt. Alles brennt. Mit alles meine ich alles. Wir müssen, da ist das Get-Out-Schild, Zeichen vom, am Anfang. Von am Anfang. Hier! Da! Die Tür öffnet sich, wir können hier weiterlaufen. Das hier. Geh auf! Die Musik wird spannend. Spannung pur hier gerade, oh mein Gott. Es bricht alles! Alter, nein, 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 was? Adi, 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 adi. Hier lang. Hier. Hier rein. Geh da rein, du Scheißvieh. Sei gefangen in dem Orb. Okay, los. Weiter. Raus hier. Runter. Nein. Raus hier, ne? Da lang müssen wir, glaube ich. Raus, oder? Es laggt. Wir fallen tief. Ja genau. Hier lang. Oh, Kacke. Wir können... Oh, der Raum ist gedreht. Wie nice ist das denn? Wir können nicht springen, von daher keine Befürchtung für uns. Ah! Hier lang. Hier lang, hier lang. Hier die Bücher nach oben. Geil! Alter, kommen wir her, oder? Wir müssen uns beeilen, jetzt schnell hier hochlaufen. Hier hoch. Fuck. Da lang. Hier rein. Lauf. Können wir uns hier noch irgendwie drehen? Nee, ne? Ist alles wieder gerade, gerade. Gerade, gerade. Wo lang müssen wir raus? Nein. Wir müssen nicht raus. Müssen wir nach oben? Müssen wir irgendwas machen? Was müssen wir machen? Mach kaputt hier, die Tür. Komm. Kannst du es kaputt machen hier zufällig? Komm mal her. Schieß. Schieß.
Schieß doch! Nee, kann er nicht. Anscheinend. Hier rein? Nein! Ich weiß nicht, wo ich lang muss, Leute. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hier lang? Aber hier ist auch zu, ne? Ich glaube, der muss irgendwas kaputt machen. Das klingt nach der einzigen guten Lösung. Der muss irgendwas zerstören. Vielleicht die große Haupttür. Oh, fuck, weg hier. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Hier, mach kaputt. Macht er nicht, ne? Da ist ein Orb. Der Orb pendelt da oben. Wir müssen den Orb kaputt machen vielleicht. Komm her, hoch mit dir. Lauf doch schneller, du kleine Tunte, ey. Tunte? Keine Ahnung. Hier. Oh, fuck. Jetzt nochmal, komm. Ja! Nee. Aua. Was müssen wir machen? Können wir hier stehen bleiben nochmal kurz? Ja, oder? Hier können wir stehen, ne? Genau. Kurz mal nachlegen. The monster has followed me all the way back to the entry. I don't know how to... Was? Ja, gib mir einen Hint. Irgendwas mit dem Orb hat das doch bestimmt zu tun, oder? Ich meine, irgendwas ist doch hier wieder mit dem... Kann man den kaputt machen? Können wir den kaputt machen vielleicht? Selbstständig. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Jetzt haben wir es geschafft. Aua. Aua, lauf. Da ist ein nächster Orb. Komm, wir müssen hier runterspringen. Aua. Das hat gar nicht so sehr weh. Hier ist noch so ein Orb. Komm schon. Lauf doch. Ah, der kann nicht mehr laufen. Kein bisschen. Guck mal, wie schwach er ist. Komm. Fuck. Nein. Jetzt. Jetzt. Ja. Du bist der Nächste. Da ist noch einer. Das Finale an der Tür. Los. Go, go, go. Scheiße. Komm her. Hier, her. Hallo. Fuck. Ja! Bye, bye! Ja, wir haben es, glaube ich, geschafft. Oder? Nein! Hat von nichts gebracht, dass wir versucht haben zu entkommen. Sehr, sehr geiles Spiel von Demon Wagon Studios. Sehr, sehr faszinierend. Die Rätsel gut, da haben wir uns ein bisschen scheiße angestellt, gerade was das mit diesen Jacquelines anbetrifft, aber ich meine, ich hasse diese Rätsel, ne? So, der eine sagt immer die Wahrheit, der andere lügt, der macht das, der eine raucht Marlboro, der andere Lucky Strike, wer ist der Richtige? Ach komm, ey. Pff.
Das in der Schule damals immer so viele Rätsel darüber, habe ich alle nie gekonnt. Ich hasse sowas. Also, Denkrätsel mag ich schon sehr gerne, aber genau das da hasse ich. Genau dieses Exemplar hasse ich wirklich. Das war Craven Mania. Weitere Vorschläge für kleinere Spiele, die maximal zwei Parts gehen, wie jetzt gerade so eine halbe Stunde oder halt 45 Minuten oder so, gerne in die Kommentare schreiben. Kevin MacLeod, haben die sogar ganz viel Musik genommen von Kevin MacLeod, geil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Samstag oder eventuell Mittwoch wieder, je nachdem, wie die Uploads so aussehen und ob ich ein längeres Spiel spiele oder ein kürzeres Spiel. Vielleicht sehen wir uns auch an einem Donnerstag oder so, je nachdem, wenn ich mir das Spiel aussuche, suche ich mir einen freien Termin aus. Ich meine, ihr könnt ja immer mal auf unserem Kanal gucken, ob was draußen ist, Voller Dom, und wenn nicht, dann bekommt ihr spätestens Samstagabend, wenn auf jeden Fall Voller Dom kommt, dann, den Link zur ersten Folge auf jeden Fall dann noch nachgereicht. Von daher, euch einen schönen Samstagabend noch. Hauen Sie rein, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und immer um das Bett nachgucken und im Schrank. Machen Sie es gut. Ciao.